Die Gamburger Hexenjagd von 1616. In Gamburg hatte in der Nacht vom 10. auf 11. Mai, der alten Walpurgisnacht, Frost und Reif den Weinstock, der bei der lauen Lenzesluft sprießte und sproste wie schon seit Jahren nicht mehr, schwer heimgesucht. Der gemeine Mann bildete sich ein, der Frost stamme von Leuten, die sich dem Teufel verschworen haben. Ja, man flüsterte sich im Tauergrunde heimlich zu, da es sei noch nichts. Auf Pfingsten und Trinitatis werde es noch schlimmer werden, so dass Wein und Korn am Platze bleibe. Man schlug sich jedoch diese Vermutung wieder aus dem Kopf, als warme Winde bald darauf die Reben wieder zum Treiben brachten. Da erhob sich am Urbanstag, dem 25. Mai des Jahres 1616, abends um 6 Uhr ein furchtbares Gewitter über der Markung Gamburg. Schlossen fielen, so groß wie Hühner und Taubeneier, und was der Hagel an Früchten nicht niederschlug, erfror im Schneesturm. 4 Meilen in der Länge, über 1,5 Meilen in der Breite nach. Gelähmt vor Angst hatten die Bewohner dem schauerlichen Hagelwetter, das die Obstbäume brach und die Weinernte auf Jahre hinaus vernichtete, von ihren Häusern aus zugesehen. Kaum war der Sturm vorüber, flutete unter Sturmläuten das Volk auf dem Marktplatz zusammen, schloss einen ewigen Bund, beieinander zu stehen, bis man Hexen und Zauberer ausgerottet. 2 Weiber, die schon lange in Verdacht der Zauberei gewesen, wurden von den Tumultanten aus ihren Häusern geholt, der eine ins gemeine Strafhaus des Fleckens eingesperrt, die andere in der Dorfschenke in Ketten geschlossen. Inzwischen war aus den gleichfalls vom Unwetter heimgesuchten Nachbarorten Kühlsheim, Üssigheim, Eiersheim, Hochhausen, Impfingen und Neubrunn die Kunde von ähnlichen Tumulten eingetroffen. In jedem der Flecken hatte sich die aufrührerischen Bewohner trotz der Abmachungen des Schultheißen und Dorfältesten zu Bündnissen wieder die Hexenbrut zusammengeschossen. Die von Üssigheim hatten ein der Hexerei verdächtigtes Weib eingefangen und die von Impfingen ihrer 2 auf den 10. zur Brauer Bischofsheim geführt. Die von Neubrunn hatten 4 Personen aus einem Haus und 1/5 aus einem anderen gefangen und gebunden vor das peinliche Gericht nach Remlingen geschleppt. Auch die zur Grafschaft Wertheim gehörigen Bewohner von Glashausen und Höhefelder rotteten sich gleich nach dem Hagelwetter zusammen und schworen nicht voneinander zu lassen, man rotte denn das Unkraut, Kraut des Teufels Unwesens aus. In Gamburg hatte eines der Weiber durch ihre boshaften Reden den Groll und Verdacht der Menge noch gesteigert. So bekannte sie dem Pfarrer auf gütliches Zureden, dass es nicht gar ohne, dass der solche Weiher einer sein möchte. Die Gamburger bestürmten nunmehr 2 Tage lang die Amtskeller des oberen und unteren Schlosses, die Verhafteten zu examinieren und in Verwahrung zu nehmen, worin sie schließlich gezwungen einwilligten. Wie groß die Erregung des irregeleiteten Volkes war, geht aus dem Bericht des Amtskellers Philipp Löffler zu Gamburg an seinen Junker Schweikart von Sickingen am 31. Mai 1616 hervor. Nun habe ich zwar in meinem Kalender gesehen und befunden, dass Monat Mai allerlei böse Aspekten und Planeten verzeichnet und dabei geschrieben, dass man böser und schlechter Zeitung zu gewarten habe, ob es nun natürlicherweise wegen Zusammenfügung allerhand böser Zeichen, also in des Himmels Lauf seine Regierung hat, oder aber, dass solche Wetter allein von Zauberinnen und Hexen gemacht werden können, ist mir zu hoch. Davon zu reden und zu schreiben, sollen Gelehrten ihr Justitium darüber geben lassen. Das Volk hier, auch in anderen Orten, ist so ergrimmt über die Unholden,
Es gab der meiste Teil ihre Weiber selbst gutwillig zum Feuer, wenn sie solche zauberische Tugenden und Untugenden hinter ihnen wussten. Gott behüt einen jeden ehrliebenden Hausvater, sein Weib und Kind, so mit diesen Laster nicht beschafft und behaftet vor falschen Zeugen, allem Übel und Leid. Wenn nicht die gesamte interessierte Obrigkeit ein Einsehen hat, dass man ihnen ihren Willen nicht erfüllt und jene, die man rechtmäßigerweise in solchem Teufelswerk befindet, angreift und gebührendenorts richtet, wüsste ich nicht, wie solche Aufruhr zu stillen wäre. Würde man diese beiden Weiber loslassen, sie würden auf der freien Gasse erschlagen. Man muss sich hüten, in dieser wichtigen Sache mit dem Bauersmann ganz und gar zu gehen, damit man sich nicht gar zur Zehnt und ans Halsgericht bringe. Die Rebellen sind viel zu weit gegangen, dass sie den Angriff getan haben, sind damit damals mit den zwei Weibern nicht zufrieden, sondern schon auf dem Wege, auch die dritte zu holen, wurde aber vermieden. Ich glaube wohl, dass diese drei die echten Unholden sind und hat eine jede noch sechs Gesellen allhi. Man hatte die beiden Hexen unterschiedliche Male in Güte examiniert, aber beide sollten sie ganz und gar nichts bekennen. Um sie peinlich zu befragen, war die Erlaubnis des Erzbischofs von Mainz vonnöten, welchem die Blutgerichtsbarkeit auf Gamburger Gemarkung zustand. Von Mainz kam die Weisung, dass sie den kurmainzischen Zehntgrafen zu Külsheim zuzuführen sind. Doch die Gemeinde schloss Bund und Bund gegen die Auslieferung an das Zehnte in Külsheim, weil man dort zu leise mit ihnen verfahre und sie am Schluss wieder lebendig gelassen werden möchten, sodass das letzte Ärger sei denn das erste. Junker Schweikart von und zu Sickingen hatte sich in der gefährlichen Frage an Johann Peter Schön, einen Rechtsgelehrten im Reichskammergericht zu Speyer, gewandt und von diesem einen ernsten Rat erhalten, alles zu tun, um das Übel zu strafen, weil aus dem kleinsten Feuer ein gleich ein großes werden kann, besonders bei diesen schwierigen, zehnthaften Zeitläufen. Wenn obgleich die Hexen und Zauberer aus eigener Kraft nicht vermögen, sondern was sie tun eigentlich des Teufels Werk ist, so sind sie doch darum zu strafen, dass sie sich dem Teufel ergeben und zu seinem Instrument und Werkzeug gebrauchen lassen, daher ihnen nach göttlichem und weltlichem Recht die Todesstrafe aufgesetzt ist. Auch der eigene Amtskeller zu Gamburg, Philipp Löffler, drängte in einem Bericht vom 13. Juli 1660 seinen Herrn, mit den Hexen kurzen Prozess zu machen, indem er auf die schrecklichen Hexenbrände im näheren Hochstift Würzburg verwies. Allein nicht gar weit von hinnen im würzburgischen Land verbrennt man haufenweis Weib und Mann, wen's dann trifft. Nun wandte sich der Junker Schweikart von Sickingen an den Kurfürsten Johann Schweikart von Mainz, entschuldigte das eigenmächtige Vorgehen seiner Untertanen mit dem Einschreiten der benachbarten Herrschaften wider die Hexen, der deutschmeisterlichen Regierung zu Mergentheim, der Grafen von Hohenlohe, sonderlich aber im Stift Würzburg eine ziemliche Anzahl justifiziert und verbrennt worden seien. Der nunmehr zwischen Kurmainz und den Dorfherren ausbrechende Kanzleistreit, wer die Gerichtskosten des peinlichen Verfahrens trage, fristete den Unholdinnen das Leben. Keiner konnte bei einer Anfrage an die Gemeinde sagen, wer die Redelsführer beim Hexenlauf gewesen. Die ganze Gemeinde, jung und alt, sei zusammengelaufen, es sei eine betrübt traurige Zeit gewesen, da zu befürchten stand, dass die Dorfleute lieber von Weib und Kind weglaufen, als die Kosten tragen würden, zudem auch von den benachbarten Herrschaften auf den Aufruhr der Untertanen hin auf Kosten der Herren und die verdächtigten Personen vom Halsgericht prozessiert worden.
übernahm schließlich Kurmainz notgedrungen die Gerichtskosten und erließ den Befehl, die Hexen in die Stadt Kühlsheim auszuliefern und ex officio sie zu prozessieren. Was forderten die Zeugenaussagen für Schuldbeweise zutage? Die eine der Hexen, Barbara, des Marx Seidenspinner Hausfrau, wurde von dem Töchterlein Kunigund des Valentin Herwart beschuldigt, sie sei am 23. August 1610 in ihres Vaters Weingarten hinter der alten Kirche gewesen. Da habe sie plötzlich ein Getummel gehört, sich umgesehen und eine Rotte Geisen den Berg herabstürmen sehen. Heftig erschrocken habe sie ausgerufen, »Heia, alle Mark, alte Marxin!« Und bei diesen Worten sei auch schon die Marxin vor ihr gestanden und habe gesagt, »Mägdelein, schweig still, ich will dir was geben!« Die Rotte Geisen sei indes der Tauber zugelaufen und die Barbara Seidenspinnerin wollte das Sakrament darauf nehmen, dass sie selbigen Tags nicht in den Weinberg gekommen. Bei der Aussage schien auch bedenklich, dass nun am gleichen Tag zwei Rehe hatte im Weingarten laufen sehen. Ein Jahr später, am 7. März 1611, war, wie aus dem Gerichtsprotokoll verlesen wurde, vor dem gewöhnlichen Dorfgericht zu Gamburg eine Beleidigungsklage verhandelt worden. Die Barbara Marxin hatte in des Matthes Thomas Behausung zu der Imhoff-Tochter Adelheid gesagt, »Du bist aber hübsch geworden, hast du noch keinen Buhlen bekommen?« Jene verneinte und ging heim, wurde krank und sagte, »Das hat mir die Marxin angetan.« Andres Imhoff machte daher dem Ehemann der Barbara Vorwürfe, weil sie seine Tochter krank und lahm gemacht, wurde von diesem verklagt und musste sich auf Trunkenheit und Zorn rausreden, um bei Gericht wegen der schweren Beleidigung straffrei auszugehen. Zwei andere Dorfbürger, Valentin Herbert und Veit Stemmler, brachten vor, dass Max Seidenspinner Hausfrau sei in der Sonnenwendnacht und an Walpurgisabend, als sie sich zur Ruhe begaben, aufs Feld gegangen und habe die Kappispflanzen geäschert. Dabei sei sie von einigen Weibern gewarnt worden, lieber daheim zu bleiben. Es habe den ganzen Tag geregnet und es sei kalt. Die Feldflöhe können den Pflanzen keinen Schaden tun. Sie aber sei hinausgegangen und habe ihre böse Arbeit verrichtet. Als der Herbert einige Tage später die alte Unholdin, welche ob dieses Schimpfwortes nur lachte, von sich wies, wie sie zu seiner Frau gegangen und habe sie gefragt, was er von ihr gesehen, als sie in der Walpurgisnacht äscherte. Diese jagte jedoch die Unholdin aus der Stube, zumal sie mit den Worten, es sei ein liebliches Kindelein ihr Kind, zu sehen verlangte, aus Angst vor Zauberkünsten. Ein anderer Zeuge, der Hofbauer Martin Pröpf, sah sie am Pfingstabend Staub zusammenkehren. Auf seine Frage gab sie die belastende Antwort, ich will hinaus und will damit schießen. Susanna Hans Binger, des Wirtes Weib, war zu Urbani in der Max Seidenspinner Haus gegangen. Da habe der Max zu ihr gesagt, Susanne, wie blöken draußen die Geisen. Was gibt es? Wird's nicht über eine halbe Stunde anstehen, so wie bei ihm das Blöken gewährt werden? Dabei hatte er seinen Fensterladen hinaufgezogen und waren auch andere Personen gesehen. Und wirklich, eine Viertelstunde hernach sei ein Gewitter mit Hagelschlag gekommen. Der Bäcker Nikolaus Göller hatte einst vor 6 Jahren nächtlicherweile aus dem Seidenspinnerhaus ein jämmerliches Geschrei der Frau gehört. Er wisse nicht, wer damals bei ihr gewesen. Ebenso einmal während der Nachtwache Hans Albert der Junge. Und da sie des Morgens aufgestanden, habe sie ihren Geisen einen guten Morgen geboten. Georg Bischof sagt aus, als sie noch zu Kühlsheim gewohnt und ihrem vorigen Mann Suppe gekocht, habe er nur dann gegessen, wenn sie mit ihm gegessen. Der Fischer Hans Kehl sagt aus, der Gerichtsschreiber Michael Kellermann zu Hochhausen sei nach Gamburg vor das Narrenhäuslein gekommen, habe der Maxim vorgehalten, man
tue ihr nicht Unrecht, dass man sie da eingesperrt habe. Gegen die zweite Frau, die als Hexe verdächtigt wurde, die Witwe Ursula, Weiland des Konrad Hartmann Hausfrau, wurde an zauberischem Argwohn vorgebracht. Wolf Otterbach, der sie nachts im Wirtshaus bewachte, hörte sie sagen, ich habe nicht verneint, dass der alte Hund die Maxin so bald gegen mich bekennt. Ich will's ihr morgen einrenken, der Teufel soll sie holen. Zu Benedikt Stang hatte sie gesagt, ich und dein Weib sind alle Zeit schlecht gewesen, worauf er antwortete, wenn sein Weib noch lebte, müsste sie sich verbrennen lassen. Der eigene Schwager der Angeklagten hatte sie öfters eine Zauberin gescholten. Sie hatte sich oft selbst gerühmt, dass der gewesene Pfarrer Heinrich ihr nicht beim Beichten die Hand auf den Kopf gelegt habe. Sie wolle es ihm sonst schon gesagt haben. Nachts im Kerker hatte sie mit den waschenden Dorfleuten stets Zwiesprache gehalten. Der Wirt hatte zu ihr gesagt, sie solle ihm die schuldigen 4 Gulden herbeizaubern, wovor sie entgegnete, allein kann ich es nicht. Zu Stöffelspinner sagte sie eines Nachts, vor 4 Jahren sei einer zu ihr in die Kirche gekommen, als sie die Suppe kochte, und habe der das Zaubern gelehrt. Vor dem Wächter Andreas Strang rüstete sie sich, es sei bei ihnen ein solches Lumpengesindel beisammen, wenn sie draußen beieinander sind, müssen sie 3erlei Sachen dazu brauchen. Der Bäcker Thomas Dreibel war vor 4 Jahren ein Niklashausen ins Wirtshaus gekommen, wo auch die Hartmarin zechend gesessen, unter anderem Gespräch seiner Vexierreden auf sie gefallen, man habe auf sie gemurmelt, da sei sie herausgeplatzt, sie hätte auf dem Waldschorlersberg getanzt und eine wenige Wetter gemacht. Ihre Gesellin Egdili Boxlers habe sie angesprengt, sodass sie den Fuß verstauchte und lange Zeit hinten musste. Der Pfarrer Andreas Heinrich bekundete, dass die Witwe Ursula ihm bekannte, wie ihr Bübele zu ihr gekommen, habe er einen geilen Hut aufgehabt. Mehr wollte sie nicht bekennen. So hinfällig all diese Schuldbeweise uns heute erscheinen, was ließ sich nicht mit dem Schrecken der Folter alles daraus machen? Sie konnten Wetter machen, Mensch und Vieh verderben, sie hatten auf dem Wacholderberg getanzt, im eigenen Hause mit dem Teufel gebuhlt. Die eine hatte sich schon vor 6 Jahren in einen Geist verwandelt, die andere sich öffentlich gerühmt, dass sie sich der Zauberei habe lehren lassen und die Gerichtskosten trug der Landesherr. Weil die Gamburger diese vermutete Straftat der Hexe nicht ordnungsgemäß vor Gericht gebracht hatten, sondern in öffentlichem Aufruhr selbst herrlich die beiden Weiber eingesperrt hatten, diktierte die Landesregierung der Kurfürst von Mainz der Gemeinde eine Strafe von 300 Gulden und noch eine Kaution von 300 Gulden. Das passte aber den Ortsherrschaften nicht, dass so viel Geld nach Mainz fließen solle. Dann konnten diese ihre Einkünfte von den Untertanen noch schwieriger bekommen. Also hat nicht nur die Gemeinde selbst um Erlass der Strafe gebeten. Am 20. Oktober wandten sich die Ortsherren nach Mainz, nämlich Schweighard von Sickingen, Johann Georg von Dahlberg und Margarete von Kronberg, geborene Brendelin von Homburg. Sie bedauerten den selbsttätigen, ärgerlichen Frevel der Leute am 25. Mai. Sie baten, nachdem die Geldbuße der Untertanen erlassen sei, ihnen auch die Kaution zu erlassen, wegen ihrer Armut. Es haben sich bereits 60 Gulden Unkosten ergeben. Diese Witwe Margarete von Kronberg betonte nochmals am 19. Dezember 1616, der Tauschbrief von 1546 gebe ihnen die volle Ortsherrschaft und bei Erlassung der Kaution werden in Zukunft die Untertanen geduldiger sein. Die eine Frau ist anscheinend frei geworden, vielleicht mit Ortsverweis, was auch der Bischofsheimer Amtmann
in einem Fall angeordnet hat. Am 10.20. Februar 1617 berichtet der Unterkeller, die Gemeinde und auch der Oberschlosskeller wären das gefangene Weib gern ganz wieder los. Es ginge auf einem Wege, wie es wolle. Sie schreibt droben im Oberschloss im Gefängnis, dass man es hier und im Flecken hört. Verbrennung wäre höchstens durch den Zehnt ins Kühlsheim gerechtfertigt und möglich gewesen. Offenbar kam sie mit dem Leben davon. Denn der Oberschlossherr wollte der Kühlsheimer Gezehnt keine Rechte zugestehen. Und nun kommt aber der Nachtrag der furchtbaren Gamburger Hexenverfolgung. Tatsächlich erscheint Max Seidenspinners Hausfrau, selige Barbara genannt, am Ende des ältesten Gamburger Standesbuches in einer Liste der Benefactores, also Wohltäter der Gamburger Pfarrkirche. 1596 hatte sie ein silbernes Kreuzlein auf das Viaticum oder Kapsel, so man zum Tranken tragt, verehrt, also gestiftet, welches hernach von den Kirchenräubern gestohlen worden ist. Doch ein Nachtrag ergänzt: Mehr hat gedachte Barbara in ihrem Totenbett dem Gotteshaus 10 Gülden legiert und vermacht. Die einstige Hexe starb also friedlich in ihrem Bett.